Hallo, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 19. Februar 2021, 12:48 hier auf Exalia. Keine nennenswerten Meldungen heute. Bin das nur ich oder ist die Woche wie im Flug vergangen? Ich weiß, wie hart ihr alle gearbeitet habt. Also genießt euer Wochenende. Jo, danke sehr, Melinda, für diese interessanten Wörter und Worte. Und ja, es hat sich jetzt hier sowieso auch noch eine Kleinigkeit, ja, getan seit dem letzten Part, wo wir Karneval gefeiert haben. Erst einmal, ich habe unser Outfit ein bisschen cooler gemacht. Und des Weiteren, wie ihr jetzt ja gerade ja sehen könnt, wir haben jetzt ein Dachgeschoss. Ich habe den nächsten Kredit erst einmal abbezahlt. Und ja, wir haben jetzt ein Dachgeschoss. Der Traum vom Eigenheim. Und schon bald haben wir unser Haus komplett. Tja, am 2. Dezember 2020 hatte es begonnen, unser Hausausbau. Und nun irgendwann im Jahre, ja, 2021, werden wir ein voll ausgestattetes Haus haben. Aber jetzt erstmal gibt es ein bisschen Post von Lutz, der Akademie des schönen Hauses, und von Nook Shopping. Erstmal eine neue Musik, Surfing KK von der Akademie des schönen Hauses. Ja, kriegen wir erstmal eine Belohnung dafür, dass wir unser Haus weiter ausgebaut haben. Schön. Und von Lutz, du hast zwei Etagen, saubere Leistung, dann wird Zeit für einen Whirlpool und eine Sauna. Dann können nach dem Training die Muskeln super entspannen. Ich habe dir übrigens was besorgt. Dampfende Grüße, Lutz. Das ist nicht übel. Ich wollte dir als nächstes ein Badezimmer ja bauen. Allerdings hatte ich geplant gehabt, das Badezimmer im Keller zu haben. Na, was soll's? Was soll's? Ob nun ein Badezimmer im Keller, wie zu Omas Zeiten, oder ein Badezimmer im Dachgeschoss? Naja, egal. Egal, egal, egal. Jetzt wollen wir erstmal kurz mal sehen. Eine Mikrowelle? Nein, das ist doch alles falsch. Gewürzständer? Ja, ich bin ehrlich gesagt damit nicht so ganz zufrieden. Überhaupt nicht. Ein Gewürzständer und eine Mikrowelle sind zwar an sich her keine schlechten Sachen. Aber solange wir den Kram nicht an die Wand packen können, ist ein Gewürzständer nicht gerade sehr das Feine. Was wir gerne hätten. Ja, das hörte sich allerdings nicht schlecht an, aber trotzdem. In unserer Küche hier hat ein Gewürzständer oder eine Mikrowelle leider keinen Platz mehr. Wie schade das eigentlich auch ist. Tja, ist wirklich ziemlich schade, aber tut mir leid. Mikrowelle ins Lager, Gewürzständer ins Lager. Tja, da können wir nichts weitermachen, außer uns vielleicht ein Espresso besorgen. Und eine Scheibe Toast. Gut, Kaffee ist fertig und... das Toastbrot auch. Guten Appetit. Ich auf alle Fälle gehe jetzt erstmal wieder zurück auf die Insel. Wir fangen gleich erstmal damit an, unser Badezimmer auszuarbeiten. Aber jetzt wird erstmal kurz mal wieder die Insel ein bisschen erkundet. Wir schauen dann erstmal gleich im Laden mal vorbei. Was gibt's denn da Neues im Angebot? Vielleicht irgendwas Besonderes für unser Badezimmer. Und dann schauen wir sowieso auch nochmal kurz hier beim Klemmbrett. Nein, es ist kein Klemmbrett. Aber beim schwarzen Brett haben wir auch mal kurz vorbeigeschaut. Und dann gleich sowieso noch eine Modeschneiderei. Und Azisa ist, wie es aussieht, auch nochmal hier. Dann können wir doch auch nochmal sehen, ob wir vielleicht noch einen neuen Boden kriegen. Und ja, ausgerechnet jetzt gibt es einen Arcade-Automaten hier. 64.000 Sternis. Wir haben viel zu wenig Geld. Okay, wir werden uns beim besten Willen keinen Boden von Azisa kaufen.
Oder von Azisa. Ja, von Azisa werden wir uns keinen Boden besorgen. Und wer weiß, ob wir uns dann überhaupt irgendwas Besonderes hier in der Modeschneiderei gönnen. Das, was ich jetzt gerade eher so denke, wir müssen Geld ausgeben. Wir müssen Sternis ausgeben. Wir müssen Sterni-Coupons vielleicht ausgeben, um uns das Ballerspiel zu kaufen. Oder anders ausgedrückt, den Arcade-Automaten. Wie man hier auch gerade sehen konnte, es gab jetzt sowieso nichts Besonderes. Hier im Laden drinne. Da ist unser aktuelles Outfit wirklich viel schicker als das, was die da im Angebot haben. Also gut. Dann geht es jetzt erstmal wieder zurück nach, zu uns nach Hause. Wir trinken da ja zwar leider keine Brause, aber ist jetzt auch egal. Denn jetzt geht es schleunigst rüber ins Obergeschoss. Es geht aufwärts. Hey, ist sogar größer als erwartet. Das wird ja ein Luxusbadezimmer. Ich habe mir zwar auch vorab mal bei Nepp und Schlepp offscreen ein paar Sachen, also nicht ein paar Sachen, sondern ja eher... Ah, verdammt, das war das falsche WC. Ja, und ich habe jetzt auch doch noch mal einen blauen Mini-Fliesenboden gehabt. Blöd. Na gut, an sich würde ich erstmal sagen, fangen wir mal mit der Grundausstattung an. Also die Grundausstattung wäre jetzt erstmal die Himmelstapete und den Dschungelboden. Das wäre jetzt zuallererst einmal die Grundausstattung. Okay, mit dem Waschbottich können wir jetzt leider nichts Besonderes anstellen. Haben wir vielleicht noch einen Wäscheständer irgendwo hier im Lager? Okay, wir haben wirklich den verschiedensten Kram hier, aber abgesehen von einem Bügelbrett, haben wir hier wirklich nichts. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend. Das ist jetzt wirklich ein bisschen enttäuschend. Wir hätten ein Waschbecken und einen Holzofen. Also ich weiß nicht, unser himmlisches Badezimmer
wird am Ende doch ein bisschen komplett anders werden, als was ich es geplant hatte. Tja, was soll ich dazu jetzt Großartiges sagen? So ganz passend ist das ja noch nicht. Tja, wirklich noch nicht so ganz passend. Vielleicht hätten wir uns so einen Fernseher kaufen sollen. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste gewesen, einen Fernseher vielleicht hier noch zu kaufen. Hier an der Seite könnten wir so gut und gerne ein bisschen Musik haben. Oder vielleicht noch ein paar Pflanzen. Wie sieht's denn aus? Wie sieht's denn die Sache jetzt hier aus? Wir haben eine Espresso-Kanne hier, wir haben ein paar Weintrauben, Duftspender. Ja, Dokumentenstapel könnte sehr gut als Toilettenpapier genutzt werden. Wir haben eine Hula-Puppe, die hat der Sack, das hat der Sack hier auf sich, dass wir so eine jetzt hier haben, aufgrund dessen, weil wir offscreen mal Gulliver gerettet haben. Aber ansonsten hatten wir nicht irgendwo, wir haben hier noch einen Holztisch. In die Tasche damit. Ja, das Waschbecken. Wo ist das Waschbecken? So, das Wand-WC kommt erstmal ins Lager, die Textiltapete auch, der Kiefernboden ebenso. Den Holztisch, den werde ich jetzt mal kurz mal hier hinstellen. Luftbefeuchter mal kurz drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist größenverhältnismäßig nicht gerade sehr richtig. Nee, das soll ja sagt hier doch eine Wohlfühloase werden. Da passt es beim besten Willen nicht so ganz zusammen, wenn der Tisch größer... Oh, warte mal, die Asia... Na, das würde ja wirklich nicht gerade so gut hier reinpassen. Aber eine Eleganzstatue. Ja, eine Eleganzstatue würde vielleicht hier reinpassen. Okay, hier haben wir erstmal unsere beheizte, naja, Wasserquelle. So hatte ich mir das jetzt gedacht mit dem Holzofen hier. Dass er gleichzeitig jetzt auch das Ganze hier aufwärmt. Die Eleganzstatue, die eine Fälschung ist, hier in der Nähe des Klos. Na, ich weiß nicht so ganz. Irgendwie bin ich damit noch nicht so ganz so zufrieden.
Irgendwie bin ich damit jetzt nicht so ganz zufrieden. Die Duftstäbchen funktionieren ja auch nicht. Da verbreitet sich ja auch kein wohliger Duft hier. Tja, der Luftbefeuchter an sich kann schon am Boden sein. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir jetzt hier das gewisse Etwas. Ein Rasenmäher würde hier reinpassen, aber das ist nicht das gewünschte Etwas. Filmmusik? Ja. Vielleicht. Aber ansonsten, wir brauchen erstmal hier einen Wäscheständer. Wir bräuchten dann außerdem auch nochmal... Sowieso Musik, ein Fernseher wäre sogar auch nicht schlecht. Obwohl, das wäre es eigentlich hier. Nicht eine Aquariumkugel an sich, sondern eher, wir bräuchten einen Fisch. Ja, das ist total falsch jetzt gesagt, aber trotzdem, wir bräuchten einen Fisch hier. Dokumentenstapel als Klopapier, ja, das sowieso auch, aber wir brauchen Fische. Vielleicht ist er auch Espresso. Und eine Fächerpalme in irgendeiner Ecke. Wisst ihr was, das machen wir mal. Wir bestellen mal eine Fächerpalme. Dann, was haben wir sonst noch hier? Ja, eine Feuerstelle. Würde, sag jetzt auch nicht gerade so verkehrt sein. Flipperautomat sowieso. Naja, eine Hängematte. Tja, wie schon gesagt, der Holzofen ist jetzt erstmal dazu da, unser Freiluftbad ein bisschen weiter zu beheizen. Dann haben wir natürlich hier auch noch einen Waschbottich, weil wir keine Waschmaschine besitzen. Eine Eleganzstatue, um hier ein bisschen Eleganz reinzubringen mit dem Duftspender, mit dem Luftbefeuchter. Man muss ja auch daran denken, wir haben hier einen Dschungelboden. Und der braucht ja sowieso ein bisschen Feuchtigkeit. Aber ansonsten, ja, wir brauchen Fische. Ach ja, und den Wäscheständer. Wieso vergesse ich den, sag ständig? Also, wir haben eine Palme gekauft. Wir brauchen dann jetzt noch einen Wäscheständer. Dann müsste er gleich ganz hier unten sein. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber gleich haben wir ihn. Warte, da war er doch eben gewesen. Nicht das Wasserspiel, nicht der Wasserständer. Spender. Eine Wäscheleine wäre auch nicht verkehrt. Tja, was wäre jetzt besser? Eine Wäscheleine oder ein Wäscheständer? Um das gewisse Outdoor-Feeling zu behalten, bräuchten wir eher die Wäscheleine. Und ich glaube eigentlich, wir können eine Wäscheleine doch erstellen, oder? Oder war das, wie gesagt, ein anderen Speicherstand? Nein, nicht Speicherstand, sondern im anderen Leben. Auf einer anderen Insel. Nein, interessanterweise besitzen wir keine Bauanleitung für eine Wäscheleine. Für eine Mini-Bibliothek und für einen Bienenstock, dafür haben wir eine Bauanleitung. Eine Zeitschriftenablage. Das
wäre eigentlich auch noch nicht so schlecht für fürs Badezimmer. Ein Ventilator sowieso nicht allzu schlecht, aber den haben wir ja schon. Aber das wäre vielleicht was. Osterlilie. Das Lilien-Grammophon. Wir haben es zwar schon, aber... Obwohl, wartet. Wir können ja immer noch in der Lage sein. Ein weiteres... Na, wie heißt denn das jetzt noch? Bauklotzanlage. Wir haben bisher in keinem Zimmer eine Bauklotzanlage stehen. Das wäre dann ja auch nicht so verkehrt. Nochmal kurz mal schauen, was wir für die Bauklotzanlage noch alles gebraucht haben. Okay, ein Bauklotz-Set. Tja, ein bisschen holzig, ein bisschen urig. Warum nicht? Es wäre auf jeden Fall die falsche Art und Weise, das Badezimmer mit einer bunten Bauklotzanlage zu versehen. Das passt nicht so ganz. Generell, hier muss noch die Fächerpalme hin. Aber ansonsten... Warte, ich habe da auch mal gesehen, man kann die Lautstärke erhöhen. Ach ja, vielleicht hätten wir doch eine Hängematte besorgen sollen. Aber was soll's. Wir haben uns jetzt erstmal so 22 Minuten ungefähr damit beschäftigt, hier unser passendes Badezimmer herzustellen. Und da kann ich dann jetzt erstmal nochmal sagen, was wir ab dem 25. Februar so für unsere Insel kaufen werden. Soll ich euch schon mal sagen, was es sein wird? Ganz klar, Super Mario Artikel. Weil durch die, Nintendo Direct vom 17. Februar, da bin ich mir jetzt eigentlich sicher, war es der 17. Februar? Ja, vom 17. Februar, weiß man jetzt endlich mal den genauen Tag, wo dann endlich die Super Mario Artikel für Animal Crossing erscheinen werden. Es gibt dann erstmal einen Powerstern, es gibt Super Mario Kleidung. Man kann sich verkleiden als Mario oder als Luigi oder dann natürlich auch noch als Wario. Dann haben wir natürlich auch noch ein, naja, Steinblock, ein Trump. Okay, der Fisch da ist ein bisschen zu klein fürs Badezimmer. Ja, ihr wisst es jetzt. Als nächstes will ich doch mal sehen, hier irgendwo noch einen Fisch zu besorgen. Oder zwei Fische. Eine Buntrosenkrone. So viele Rosen habe ich bisher überhaupt nicht. Aber trotzdem, irgendwo muss doch jetzt hier mal kurz mal ein großer Fisch sein. Ich verstehe das einfach nicht. Weder große Haie noch kleine Fische jetzt. Naja, die Haie sind sowieso erstmal ein paar Monaten hier dran. Muss man jetzt auch erstmal erwähnt haben. Die Haie sind erst ein paar Monaten hier dran. So, aber jetzt geht es ja natürlich ja nicht um Haie. Jetzt geht es eher darum, dass wir irgendwo einen passenden Fisch noch kriegen. Also ernsthaft, wir haben jetzt schon die passende Bauklotzanlage gekriegt. Dann dürfte es doch jetzt nicht so verkehrt sein, irgendwo einen angemessenen großen Fisch zu kriegen fürs Badezimmer.
ist doch verdammt nochmal nicht euer Ernst. Es gibt jetzt hier wirklich keinen Fisch, der unseren Größenvorstellungen entspricht. Selbst hier oben noch nicht mal. Ach ja, eine Warp-Röhre gibt es dann natürlich auch zu kaufen. Die werde ich dann erst für hier oben gebrauchen. Also nicht für den oberen Bereich hier. Ah, oh, dieser Fisch, der sieht doch schon mal lecker aus. Also, wir wollen dann die Warp-Röhre dafür den oberen Bereich benutzen, wo wir angefangen haben, ein bisschen Sand zu verstreuen. Und ja, der Karpfen wäre jetzt ideal. Für unser, na, Badezimmer. Für unsere Badezimmer-Oase. Mit Freilufthimmel. Aber vielleicht ja ebenso gut ja auch ein schöner Hecht. Okay, dann vielleicht ein Seebarsch. Aber ja, im oberen Bereich, wo wir erstmal angefangen haben, ein bisschen Sand zu verstreuen, da werden wir auf jeden Fall eine Warp-Röhre hinpacken. Die andere vielleicht auf der anderen Seite der Insel. Und dann geht es ja weiter im Text. So, Birnenschirm. Na toll, wir haben ja zwar keine Birnen, aber wir kriegen jetzt eine Bastanleitung für einen Birnenschirm. Ist ja jetzt auch nicht gerade sehr passend. Ja, und die Fische, die wir aktuell gekriegt haben, die passen auch noch nicht so ganz. Naja, ins Endbild, ins Endprodukt hinein. Was auf jeden Fall jetzt auch noch nicht so ganz ins Endprodukt hineinpasst, ist natürlich ja der Keller. Weil mit was wollen wir den Keller eigentlich bestücken? Nee, eine Flunder, nein. Eine Flunder ist zwar ein etwas größerer Fisch als die, die wir bis jetzt geangelt haben, aber trotzdem, eine Flunder fürs Badezimmer, das ist nicht richtig. Ach, und hier drüben haben wir jetzt auch wieder nichts. Tja, Caesar, guten Tag und auf Wiedersehen. Den Käfer lassen wir mal außen vor. Okay, hier haben wir erstmal wieder ein bisschen neues Sterni-Material. Ach Gott, Jen, der Fisch ist doch auch viel zu klein. Wieso gibt es jetzt hier wirklich bloß noch kleine Fische? Nicht gerade sehr gut für einen Part der Inneneinrichtung. Toll, wieder eine Klische. Wird jetzt langsam wirklich ein bisschen klischeehaft. Tja, das Ganze wird jetzt wirklich ein bisschen klischeehaft mit diesen ganzen Fischen, die wir jetzt hier kriegen können. Wie wär's denn jetzt erst einmal mit einem kleinen Neustart? Mit den Fischen. Wir sind erstmal kurz ins Museum reingegangen, dann jetzt wieder rausgegangen. Tja, und dann schauen wir mal. Dann schauen wir erstmal weiter, was für ein Fisch wird uns denn gleich hier erweitern. Erheitern, meine ich. Gar keiner. Es ist mal wieder typisch. Es gibt jetzt hier wirklich sehr viele Fossilien, die wir auf Anhieb erblicken können. Aber das, worauf es jetzt ankommt, das sehen wir natürlich jetzt nicht. Wieder so ein mickriger Hering.
Okay, der müsste jetzt die richtige Größe besitzen. Na komm schon. Na, ich glaube, wir müssen uns mit einem Seebarsch begnügen. Ein bisschen unschön, aber ja. Wir müssen uns, wie es aussieht, jetzt mit einem Seebarsch fürs Badezimmer begnügen. Pardon, Badezimmer-Oase. Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig. Uns bleibt jetzt, wie es aussieht, wirklich nichts anderes übrig, als einen Seebarsch für das Badezimmer zu nehmen. Wirklich blöd gelaufen, dass wir keinen Stör mehr irgendwo finden konnten. Na gut, dann machen wir eben das Beste daraus, was man nur machen kann. Ah, ein paar bunte Blumen hier, ein paar bunte Blumen dort. Okay, ein etwas größerer Fisch ist jetzt hier wieder anzutreffen. Das Blöde ist natürlich, dass der Fisch in die vollkommen falsche Richtung jetzt schwimmt. Der wird so oder so nicht unsere Angelrute sehen. Und unseren Köder. Der nicht vorhanden ist. Tja, das ist blöd gelaufen. So, haben wir ansonsten noch irgendwo hier vielleicht ein paar besondere Blumen? Nein, eigentlich nicht, wie es aussieht. Schade. Tja, dann müssen wir uns halt das Besondere und Spezielle halt aus dem anderen Garten besorgen. Nein, den Kram hatten wir schon. Gut, dann eben das hier. Mal sehen, was wir jetzt noch zustande kriegen. Vielleicht hätte ich doch eher einen Fernseher kaufen sollen. Ein Fernseher, mit dem man so richtig schön vom Klo aus ja irgendwelche Sendungen sich ansehen kann. Ja, ein kleines bisschen schäbig. Ist in der Tat wirklich ein kleines bisschen schäbig, aber ich glaube, ich hätte jetzt noch eine passende Lösung dafür.
dass es nicht allzu komisch aussieht. Okay, so ganz passend tut das jetzt überhaupt nicht, was ich hier vorhabe. Aber generell, da drüben kommt erstmal die Palme hin. Hier kommt die Wäscheleine hin. Da drüben ist der Duftspender. Das Einzige, was da vielleicht noch passen könnte, wäre in der Tat ein Waschbecken. Ich sagte Waschbecken. Tja, in der Tat, das Einzige, was jetzt hier noch gut hinpassen kann, ist das Waschbecken, was wir haben. Ja, damit wäre ich dann erstmal ansatzweise ein bisschen zufrieden. Obwohl eigentlich nein, ich brauche mehr Fächerpalmen. Das ist jetzt genau das, was hier noch fehlt. Weitere Fächerpalmen. Sicherheitshalber vielleicht doch nochmal einen weiteren Luftbefeuchter. Oder sollten wir vielleicht die Hula-Puppe hier irgendwo aufstellen? Okay, jetzt haben wir viel zu viel gekauft. Na gut, liebe Leute von heute, da müssen wir ja wirklich erstmal im nächsten Part mal sehen, wie das Ganze am Ende hier aussehen wird. Ansonsten werde ich jetzt nochmal versuchen, ein bisschen Geld zusammenzukratzen, sodass wir dann in der Lage wären, uns noch den Arcade-Automaten zu besorgen. Aber ansonsten bin ich jetzt so im Großen und Ganzen zufrieden. Wir brauchen nur noch Fächerpalmen. Wir brauchen hier noch die Wäscheleine. Und ansonsten ist unsere kleine, ja, Badezimmer-Oase, die ein bisschen anders geworden ist als geplant, fertig. Und ja, ansonsten entschuldige mich mal kurz. Ich muss mal aufs Klo gehen. Also bis dann und ciao. Bis zum nächsten Part, wo das Badezimmer erstmal vollkommen fertig gebaut ist. Und wo wir dann erstmal, ja, sehen werden, ein paar Super Mario Artikel für unsere Insel zu kaufen. Sodass wir, naja, auch ein bisschen Pilzkönigreich Flair hier reinkriegen werden. Oder raufkriegen werden auf Extalia. Und damit seid dann jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ich genieße erstmal meine himmlische Badezimmer-Oase.